Willkommen. In dieser Mindmap geht es um das Umwandlungsgesetz. Und wir klären zunächst mal den Begriff. Was ist das? Worum geht es beim Umwandlungsgesetz? Das Umwandlungsgesetz, Punkt, 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 regelt rechtliche Strukturveränderungen. Also wenn ein Unternehmen seine Rechtsform ändert, könnte man auch sagen. Ja, also Rechtsformänderungen. Und warum gibt es dafür ein eigenes Gesetz? Was ist das Ziel der ganzen Übung hier? Warum macht man das? Halten wir auch das fest. Ziel. Das Ziel ist, den Wandel zu erleichtern. Im Extremfall müsste man das eine Unternehmen komplett liquidieren, was gar nicht so einfach ist rechtlich, und dann ein neues Unternehmen gründen und dann Vermögenswerte überführen und sonst etwas. Ja, und hier soll dieses Gesetz, soll eine Strukturveränderung, also eine Rechtsformänderung, zum Beispiel von GmbH zu AG, diesen Wandel erleichtern. Nehmen wir das ruhig mal auf als Beispiel. Zum Beispiel von GmbH zu AG. Was könnte ein Grund sein, dass sich ein Unternehmen von einer GmbH zu einer AG wandelt? Nun, bei der Aktiengesellschaft wäre dann der nächste Schritt vielleicht der Börsengang. Und das geht für eine GmbH nicht. Wenn man also an die Börse möchte, dann ist der erste Schritt dann, eine GmbH, die man vielleicht hat, zu einer Aktiengesellschaft umzuwandeln. Schauen wir uns an den Geltungsbereich. Und damit haben wir auch gleichzeitig noch mehr Beispiele, wo dieses Umwandlungsgesetz relevant ist. Zum Beispiel bei einer Verschmelzung. Diese Verschmelzung nennt man ja auch Fusion. Das ist im Prinzip das Gleiche. Eine Unternehmensverschmelzung oder zwei Unternehmen fusionieren ist im Prinzip das Gleiche. Dann aber auch eine Spaltung. Das gibt es nämlich auch, dass man einen Unternehmensbereich abspaltet. Also Spaltung ist im Wesentlichen eine Abspaltung oder auch eine Teilung eines Unternehmens. Dann, ich habe es schon angesprochen, der Formwechsel. Ja, das ist der Rechtsformwechsel, zum Beispiel von Personengesellschaft zu einer Kapitalgesellschaft. Oder innerhalb der Rubrik Kapitalgesellschaft, das ist mein Beispiel hier oben, von der GmbH zu einer AG. Und die vierte Situation ist die Einbringung. Die Einbringung, wenn man Vermögen eines Unternehmens in ein anderes einbringen möchte. Das sind wesentliche Gebiete oder Themen, wo dieses Gesetz relevant wird. So, jetzt brauchen wir noch das Vorgehen. Wie geht das? Das ist eben genau in diesem Gesetz geregelt. Also zunächst mal brauchen wir Beschlüsse. Ja, das macht man nicht einfach so, sondern braucht man Beschlüsse der relevanten Gremien. Ja, also der Gesellschafter oder auch der Geschäftsführung, auf jeden Fall der Gesellschafter, denn das sind die Eigentümer, müssen also den entsprechenden Beschluss fassen für die Fusion, für die Spaltung oder Abspaltung, für den Rechtsformwechsel oder was immer. Dann geht man in die Schriftlichkeit und macht einen Umwandlungsvertrag. Dann kommt die Prüfung durch Sachverständige. Wir können uns vorstellen, das ist rechtlich kein einfaches Gebiet hier. Ne? Das muss also auch genau geprüft werden. Dann ist die Frage der Bilanzierung. Hier muss also geklärt werden, zunächst mal, was haben die beiden Unternehmen, die
fusionieren wollen. Wie sieht es da aus mit den Vermögenswerten und den Schulden? Denn das tut ja die Bilanzierung, zeigt die Vermögenswerte auf der Aktivseite und die Schulden auf der Passivseite. Das muss also offengelegt werden. Also der vierte Schritt ist praktisch eine Offenlegung von Vermögenswerten und Schulden. Dann kommt die Gläubigerinformation. Die Gläubiger der beteiligten Unternehmen müssen informiert werden. Dann eventuell Bescheinigungen. Das können notarielle Bescheinigungen sein. Ja, es geht jetzt für uns nicht darum, dass wir hier Spezialist werden und genau wissen, welche Bescheinigung in welcher Situation sicher ist, dass hier auch Notare mit einbezogen werden müssen. Denn das sind ja auch dann letztlich Handelsregisteränderungen. Ja, und damit sind wir auch schon beim Schritt hier gerichtliche Eintragung. Also am Gericht, wo ja das Handelsregister ist, muss die Eintragung erfolgen. Und in der Regel kommt man in das Handelsregister nicht ohne einen Notar. Na, das wäre also dann hier, das wären Details des Vorgehens. So, die Punkte brauchen wir nicht. Und damit haben wir die wesentlichen Aspekte, um uns hier grob zu informieren. Es geht für uns nicht darum, Spezialist in einer solchen Frage zu werden hier. Wir wissen und halten fest, es gibt ein Gesetz, das die Umwandlung, und unter Umwandlung meint man vor allem hier diese vier Dinge, erleichtert. Alles Gute, Marius Ebert, achten Sie auf den Abspann. Betriebswirt IHK in 60 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.